Bei ihrem Abschiedsbesuch in Israel hat die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Land die weitere Unterstützung Deutschlands in Sicherheitsfragen zugesagt. Deutschland sei in dieser Frage nicht neutral, sagte Merkel an der Seite von Israels Regierungschef Naftali Bennett in Jerusalem. Meine Erwartung ist natürlich, dass, so wie das bei meinen Vorgängern auch war, die Sicherheit Israels weiter ein zentraler Punkt für jede deutsche Regierung ist. Merkel bekräftigte, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei, auch wenn es in Einzelfragen Meinungsverschiedenheiten gebe. Die Kanzlerin hatte die Sicherheit Israels schon in ihrer historischen Rede vor dem Parlament 2008 zur deutschen Staatsräson erklärt. Dafür erhielt sie in Israel parteiübergreifend Beifall. Nun nahm Merkel als erste deutsche Regierungschefin an einer israelischen Kabinettssitzung teil. Regierungschef Bennett würdigte Merkel als moralischen Kompass für ganz Europa. Merkel besuchte in Begleitung Bennetts auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten. Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung. Merkel traf auch Israels Präsident Isaak Herzog. Es war ihre achte und voraussichtlich letzte Reise nach Israel als Bundeskanzlerin.